Also mein Name ist Philipp Preuß, das ist Felix Römer. Genau, wir haben schon zusammen das Kalkwerk gemacht. Zum Beispiel Der Fremde. Der Fremde. Jetzt ist es wieder ein Monolog geworden. Aber dafür spielt Felix Römer jetzt mit über 50 Autorinnen und Autoren. Also der Abend ist ein Mashup-Abend, also ein Mashup von verschiedenen Texten, von Reiseliteratur, von sehr guten und berühmten Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Ein Hohngelächter all den Ahnungslosen! Der Abend ist natürlich auch eine Reise durch die, nicht nur die Landschaften, die äußeren Landschaften, es ist natürlich eine Landschaftsreise auch der Seele, der seelischen Landschaften. Ja, die Entdeckung der inneren Geografie. Man entdeckt plötzlich einen neuen See, wo kein See war in einem. Man merkt plötzlich, aha, man ist ein bergiger Typ. Plötzlich merkt man, das hätte ich mir nicht gedacht, dass ich ja eigentlich den Amazonas in mir habe. Also es ist auch nicht nur psychogeografisch eine Reise, es ist auch sowas eben auch wie ein Trip, der vielleicht eben das Bewusstsein erweitert, wo eben die Grenzen ausgelotet werden. Und vielleicht ist das Reisen ja auch eine politische Form, was man eben sagt. Man ist nicht an eine Nation gebunden, nicht an eine Identität, sondern etwas, wo man eben sowas wie Ich und Identität verliert bei dem Unterwegssein. Ja, und ich hoffe, dass ganz viele natürlich hier reinwandern. Herreisen, ne? Herreisen. Aus fernen Ländern herreisen. Mhm.